Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge zu Vikings Wolves of Midgard. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin euer Pelamos und ich habe natürlich den Sascha mit dabei. Hallo. Ja, unser Sascha steht noch da oben und ich würde sagen, Prüfung zwar nicht so ganz geglückt in der letzten Folge, aber wir gehen weiter in der nächsten Mission. Und ich habe mir so überlegt, das hatte ich jetzt mit dir noch gar nicht besprochen, Sascha. Und zwar, dass wir diese Meta-Level hier machen, weil ich hier gerade so eins sehe. Vielleicht erst machen, wenn es dann wirklich darum geht, die Schmiede aufzuwerten oder sowas, ne? Okay. Weil vorher, glaube ich, lohnt sich das nicht ganz so wirklich. Das ist zumindest mein aktuelles Empfinden. Und dann starte ich mal die nächste Mission. Mach mal. Ich bin gespannt, wie mein Bogen. Das Langschiff ist bereit auszulaufen. Ja. Na, wofür Effekt? Nichts passiert. Warum startet er den Raubzug nicht? I don't know. Hallo. Hallo. Ah, endlich. Ja. Vielleicht war ich nicht nahe genug am Boot. Keine Ahnung, so. Kann sein. Der Raubzug. Ja, es gab auch schon einige Patches jetzt. Weiß nicht, ein paar Bugfixes ist es wahrscheinlich. Drei Stück. Fangskar, ein ferner Felsen inmitten der Küsten von Midgard, wohin es nur wenige verschlug. Die Skald Helga ward hier geboren und aufgezogen, bevor sie in die Ulfung einheiratete. Nun kehrt sie zurück, um sich dem schrecklichen Geheimnis dieser verfluchten Insel zu stellen. Oh. Na dann. Töten, töten. Das kann nicht sein. Wir haben doch keine Feinde. Wer würde so etwas tun? Bitte findet meinen Vater Fraki. Ich bange um sein Leben. Ja, werden wir schon machen. Ja. Im Übrigen wurde so ein bisschen über mich gejammert. Ich weiß gar nicht warum. Weil ich hier immer so rumrolle. Ich weiß gar nicht, wieso. Weil ich finde das eigentlich eine ganz angenehme Fortbewegungsart. Und weiß nicht, was da Leute daran stört, aber bitte. Ja, kann ich auch nicht verstehen. Ja, das liegt ja nur daran, weil du nicht hinterherkommst. Ich habe extra meinen Code benutzt, um mich mal auszuheilen bei dir und dann... Ja, ja. So. Oh, da liegt noch ein bisschen was. Hä? Du rennst ja hier wieder quasi durch, wie so ein Berserker. Ich war doch eben gerade erst an der Truhe. Warum ist da jetzt noch was rausgefallen? So. Es fehlt noch ein Spieler. Oh, dieser Trollgestank. Lass uns kämpfen, um meinem Ekel ein Ende zu setzen. Okay. In deine Hobbit-Höhlen oder direkt. Aber das sieht ja süß aus. Mir ist dein Schicksal egal, Eindringling. Zurück in deine Hobbithöhlen. Aua. Oh. So. Ich kann jetzt auch nochmal freezen. Dann stumpf ich ihn diesmal vielleicht nicht raus. Auf jeden Fall freut mich sehr, dass das Let's Play sehr gut bei euch ankommt. Oh Gott. Oh Mann. Du hast so ein Kleiner, der will ein paar auf die Nase haben. Naja, ich sehe das schon. Good was. Wie heißt es? Levatein? Was? Irgendwas? Ja, irgendwas Lilanes war das, wa? Ja, genau. Irgendwas Lilanes war es. Mal gucken. Oh, Ghule. Oder Venveid, wie sie hier heißen. Könnt's auch meinen, dass es so eine Art Zombie ist. Da hinten war noch eine Truhe, Sascha. Genau. Ja, ja, ich bin gerade unterwegs, ja. Alles gut. Jüttems Beil habe ich gerade gefunden. Ah, okay. So, würde ich sagen, gehen wir erstmal nach hier unten. Hat das schon jemand rausgefunden, wie man handeln kann? Nee. Also ich habe das zumindest noch nichts in den Kommentaren gelesen, hatte ich jetzt so auch noch nichts.
Deswegen kann ich dir das gerade leider gar nicht beantworten. Schade. Kann ich diesen Baumstamm nicht kaputt schießen? Keine Ahnung, da ist noch eine Kiste an dem Schiff. Oh, Loot. Ich hätte im Übrigen auch mal Level 5, sobald ich hier einen Altar finde. Oh. Warum konnte ich den eben gerade nicht hitten? Was ist denn das? Manchmal ist es ein bisschen komisch, wa? Ja. Manchmal ein bisschen schräg. Aber gut, so ist es nun mal. Ich würde ja sagen, es ist ja noch eine Alpha. Ja, nein, das kann man ausnahmsweise mal nicht sagen. Naja. Ja, ich habe doch tatsächlich mal wieder einen Vollpreistitel hier. So, ein Bettsteinamulett. Oh. So, was müssen wir überhaupt machen? Eiserne Schädel finden, irgendwie wie immer. Also gefühlt müssen wir das jede Mission machen. 20 so komische Zombies töten. Okay. Da waren es ja auch nur noch 6. Du bist gerade ein bisschen weiter unten unterwegs, ne? Mhm. Bin da an den Shrine gegangen. An den Shrine? An den Shrine. Hast du geschrien am Shrine? Ich hab geschrien am Shrine. Oh, dieses Shrine. Oh, Klatsch, Bang! So, und wir müssen diese komischen Tomtehütten hier wegnatzen. Ja, die Tomte hier, diese komischen Goblins. Für die Leute, die das vielleicht auch im Übrigen interessiert, hier hinten ist noch so eine Kiste. Ich verstehe nicht, warum ich manchmal hier den letzten Hit nicht treffe. In den komischen Viechern. Oh. Gott. Oh. Gut. Das hätte man. es sind bis zu 50 Gegnertypen, die es in dem Spiel gibt. Nur? Mhm. Ja gut, was heißt nur? Also jetzt sei mal nicht so. Übersichtlich, ja. Ja, das stimmt. So, was gibt's hier hinten? Ein Tomte. Ja, das ist mir aufgefallen. Ich weiß ja nicht, ob ich das irgendwie so doll finde, irgendwie mit Hämmern zu spielen. Also ich habe so das Gefühl, die sind irgendwie sehr träge vom Zuschlagen. Ich glaube, ich muss doch auf Schwerter wechseln. Oder auf Äxte zumindestens. Ja, Äxte ist gut. Ja. Das passt doch viel besser zum Wikinger-Style. Oh, eine Kiste. Weißt du, was mir mal so aufgefallen ist? Was denn? Im Endeffekt haben wir ja so ein bisschen was falsch gemacht, ja? Wieso? Weil wir beide Damage-Dealer sind quasi. Ja, aber ich wüsste aber nicht, dass es hier irgendwas anderes gibt. Es gibt doch einen mit Schild. Ja. Also das sehe ich jetzt irgendwie ganz entspannt, um ehrlich zu sein. Ich finde es aber in der Hinsicht eigentlich ganz cool, weil wir, also weil ich halt einfach dran stehe, oh, kann mein nächstes Level machen, weil ich einfach dran stehe und du von weiter weg drauf ballern kannst. Ja, besser wäre es aber rein theoretisch, wenn du ein Schild bei hättest, weißt du? Das stimmt, so ich kann dann meine nächstes... Dann könntest du als Tank fungieren, weißt du, und ich dann quasi von Weitem immer gewinn. Mhm. Ich habe meine nächste Fähigkeit freigeschaltet. Das ist Axtgewirr. Kann ich so Wurfäxte quasi fliegen lassen. Cool. Okay. So, was darf ich noch freischalten? Was habe ich hier oben? Erhöht Bewegungsgeschwindigkeit um 15 oder 15 bei beidhändigem Kampfstil. Ja. Bin ich noch schneller, kann ich mit Sascha noch schneller wegrennen. Ich verstehe das immer noch nicht. Ich kann da immer noch nichts bei meinen Gaben machen. Warum? Na, weil ich immer noch Altar 2 brauche. Du musst doch einfach nur aufleveln und... Kann ich ja nicht. Ich kann das Ding nicht aufbessern. Nein, du musst doch einfach nur, wenn du auf Gaben gehst, ne? Ja.
So, dann hast du doch deinen Punkt. Der ist ja bei dir ganz unten. Skati, der Kampfstil, ja? Ja, ist klar. So, wenn du da jetzt einen Punkt in Skatis Rückhalt setzt, in diesen kleinen Punkt, werden auch die nächsten freigeschaltet. Ach so, ich wollte aber hier der Spartaner oder sowas ein Ding höher machen. Ja, aber das geht nicht. Das geht erst ab einer gewissen Stufe und dann musst du deinen Altar erhöhen. Ah, ja. Ich sonst, habe verstanden. Sonst kommst du nicht weiter. So, dann machen wir mal das Rätsels Lösung hier. Yay. Yeah. Hm? Oh weia. Irgendwas passiert da. Oh weia, oh Gott, die Felswand geht weg. Nein. Momentchen mal warten, aber nein. Warum denn? Weil ich meine Skillung ja machen wollte. Ja, mach doch. Da geht ja nicht. Wird es ja mal alles. Ja, das ist so. Brüchte ja, immer so Heilung. Ich kann nicht ran. Hm? Was denn? Ah, jetzt. Ja, das ist manchmal ein bisschen buggy, habe ich so einfach das Gefühl. Bis du da manchmal an so Dinger drankommst. Das ist irgendwie. Da, das ist genauso, hier, hinten. Das ist ganz komisch, da manchmal dran zu laufen. Da musst du irgendwie außen rumlaufen, obwohl da gar nichts ist. So, haben wir noch eine schöne Tomte-Hütte hier. Du hast dich mit der falschen Schildmeile angelegt. Oh, 20% Damage. So, wo gehen wir denn lang? Ich würde sagen, wir gehen einfach mal links da irgendwie erstmal lang. Oh, da habe ich noch eine Blut liegen lassen. Aber das beruhigt mich zumindest, dass das bei dir genauso ist. Mit Maus und Tastatur. Ich dachte, das ist irgendwie so ein Controller-Problem. Nee, nee. Wir hätten hier mal so einen fetten Berserker. Das ist schön. Du musst ja immer vorrennen. Ich renne überhaupt nicht vor. Ich stehe hier direkt links neben dir. Ich weiß gar nicht, worüber du jammerst hier. Auf jeden Fall habe ich einen coolen Ring gefunden. Das ist schön. Glaube ich zumindestens. Auf jeden Fall habe ich hier schon mal mein erstes Schwert. So. Was haben wir da noch? Kritischer Lebensraub, Feuerschaden. Glaube ich nehme das mit dem Feuerschaden noch. Jetzt mal, ich habe hier so ein Fiakris-Ring. Mehr Gesundheit, kritischer Lebensraub und Regeneration plus 2. Na, das ist doch mal ein Wort. Den müsstest du ja auch bekommen haben, Sascha. Einen legendären Ring, ja. Ja. Siagris oder irgendwie so. Genau. Siagris. Ja, nordische Mythologie und so. Bisschen schwierig mit den Namen. Ja. Schön schlachten hier. Na? Kommt da an dieses Blut nicht dran? Du auch nicht, gell? Oh, da ist noch so eine Tomte-Hütte. Mal springen, ne? Nee. Ah ja. Ich bin da irgendwie an die Ecke hier dran gerollt und dann habe ich es gekriegt, Sascha. Wenn okay, hier ist mal ein bisschen Holz abgefallen. Mhm. So. Ist so, gut. So. So, so, so. So ja, da. Ich hab's. Ja. Ah, ja, ich sag doch. Jawohl. Ah, ich sag doch, hast hier mit Schwertern geht es irgendwie durch? Besser.
Hast du das auch mal zwischendurch, dass dein Charakter auf einmal Englisch anfängt zu quatschen? Nee. Das hatte ich bisher noch nicht. Lass erstmal nach links gehen. Na klar. Das ist noch so eine hässliche Tomte-Hütte. Da waren es nur noch 8. Wen schießt der denn? Doch gar nicht. Ich weiß nicht, vor allem, was mich halt mal interessiert, ist irgendwie, ob du das gescheit spielen kannst. Auch mit Controller. Ich weiß gar nicht, spielst du jetzt mit einem Controller oder spielst du wieder mit Tastatur? Immer noch mit der Tastatur. Okay. Juhu! Alle eisernen Schädel, jawoll. Wunderprächtig. Gibt's ein bisschen extra Eisen für die Mission. Dann müssen wir nur noch die letzten Tomterhütten finden. Ich meine, mich im Preview dran zu erinnern, dass es da irgendwie bei mir gescheitert ist. Das ist ja auch mal nicht schlecht. Hier ist so ein Tomte runtergefallen. Aber er hat überlebt. Okay. Oh, jetzt fängt er hier schon mit Giftpfeilen an. Ja. Ja, sonst nichts. Okay, hier geht's schon mal zum Boss. Und ich würde sagen, dann gehen wir erstmal. Hier war noch eine Hütte. Außenrum quasi. Gucken, was wir da noch finden. Gibt's bestimmt noch irgendwo was. Hier oben ist noch eine Truhe. Sascha? Ja, ja. Nur noch Open Guests. Was schießt du da? Ja, das ist ja das, was ich meine. Also der sieht irgendwo einen Tomte hier. Da ist er. Ah ja. Auch nicht schlecht. Also, backt der bei dir quasi so ein bisschen durch die. Ja, quasi so durchs Gelände, ja? Der Mauszeiger. Ja. Weil die hängen ja irgendwo wahrscheinlich unten. Die hängen doch unten quasi. Die sind eigentlich noch gar nicht auf dem Spielfeld. Aber er sieht sie quasi schon und beschießt sie. Cool. Glaube ich zumindest. Ja, genau. Da ist wieder irgendwas? Jawohl, klatschst du weg. Oh, ein Tomteohr. Eine Tomteohr. So. Zwei Hütten brauchen wir. Ja, die sind wahrscheinlich sind hier drinnen irgendwo. Hier geht es auf jeden Fall erstmal runter. Oh, das Bäckers Dutzend. Na toll. Vor dem Gesicht weggeschnappt quasi, der Tomte. Ja, so muss das sein. Okay, guck ich mal, ob hier noch welche sind. Nein. Gut. Dann müssten wir einmal da durch den mittleren Pfad noch laufen. Ach, du bist da unten weiter gelaufen? Ja, da ist, war aber nichts zumindest. Eisenring? So, bist du denn, Sascha? Da unten weiter. Wir sehen uns gleich oben. Ich würde sagen, kommst du zu mir? Ja, ich bin gleich vor dir. Kannst du durchlaufen durch den Gang? Ja, aber was wieder heißt, ich renne wieder vor und du jammerst wieder nur. Ich bin ja vor dir schon. Du bist gar nicht vor mir, weil wir müssen ja hier lang. Natürlich. Also bist du hinter mir. Okay, gut. Alles prima, wunderbar. So, ich sehe eine Hütte. Fehlt uns trotzdem noch eine. Ja, die finden wir auch gleich. Meinst du?
natürlich. Da waren wir schon. Das ist nämlich irgendwie so genau das, was ich gemeint hatte, weil im Preview hatte ich hier nämlich auch nicht gefunden. Und da bin ich extra offline hier noch Ewigkeiten rumgerannt und habe diese scheiß eine Hütte nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo die ist oder wo die sein soll. Weil wir sind ja jetzt vom Prinzip her eigentlich alles abgelaufen. Naja gut, ich würde mal sagen, der Sascha und ich suchen jetzt gerade offline mal ein bisschen die Hütte noch, mal schauen, ob wir sie finden. Und wenn nicht, geht es dann gleich mit dem Bossfight weiter. Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen oben da, würde ich mich sehr darüber freuen. Und vor allem, wenn ihr weiter mit bei diesem Projekt dranbleibt oder auch in meinen anderen reinschaut. Bis dann, Leute. Tschüss. Ciao, ciao.